Stein und Flöte, Teil 58. Der Zirbel lacht hölzern auf. Du bist ein Esel, sagt er. Da rede ich nun und rede und du begreifst überhaupt nichts. Hast du nicht immer wieder und hier in diesem Tal auf besondere Weise erfahren, dass du geliebt wirst? Wärst du sonst überhaupt bis hierher gekommen? Das sollte doch Grund genug für eine Hoffnung sein, die für das ganze Leben reicht. Seit du diese Augen, die du nicht einmal beschreiben kannst, zum ersten Mal gesehen hast, hättest du das schon spüren müssen. Aber du warst die meiste Zeit ja damit beschäftigt, bei alledem etwas für dich selber herauszuschlagen. Was ist dir ein bisschen Leben, das du hinter dir hast, nicht schon alles geschenkt worden? Und du hast es eingesteckt, als stünde es dir zu. Vielleicht solltest du einmal damit anfangen, etwas herzuschenken, damit du merkst, was dir noch alles an Hoffnung bleibt. Mit dem Jungen, dem du das Flöten beibringst, hast du ja schon einen Anfang gemacht. Und ich dachte, du hättest endlich begriffen, worauf es ankommt. Aber Leute wie dich muss man ja immer erst mit der Nase drauf stoßen, wenn sie sehen sollen, was sie schon die ganze Zeit vor Augen hatten. Damit hatte der Zirbel für diese Nacht genug geredet. Er klappte sein breites Maul mit solcher Entschiedenheit zu, dass Lauscher keine Fragen mehr stellen wagte. Aber zu denken hatte er genug in dieser Nacht und auch in den Wochen danach. Darüber wurden die Tage schon wieder länger, und an den Haselstauden streckten sich die Kätzchen und warteten auf sonniges Wetter, um ihre gelben Blütenstaub vom Wind davontragen zu lassen. Auf dem Regal in Lauschers Stube lag schon ein ansehnlicher Stapel fertiger Flöten, und Döli hatte Mühe, noch geeignetes Holz unter dem Stapel hinter der Hütte zu finden. Holz zum Drechseln gibt's noch genug, sagte er eines Morgens, aber zum Flötenbauen taugt es nicht. Dann will ich etwas anderes drechseln, sagt Lauscher. Er hatte auch schon einen Plan gefasst, denn er wollte Aninuka ein Geschenk machen, wenn sie mit ihrem Kind ins Flachtal zurückkehrte. Zu Beginn des Winters war ihm zumute gewesen, als entfernte sich Aninuka mit jeder länger werdenden Nacht immer weiter von ihm. Aber nun, als die Sonne jeden Mittag ein wenig höher über dem Wald stand und die Knospen schon dicker wurden und saftig glänzten, rückte ihm Aniluka Tag für Tag wieder näher. Solange noch Schnee lag, würden sie nicht kommen, aber noch tropfte es von den Eiszapfen an der Dachtraufe, und im Wald rutschten Ladungen von Schnee von Zweigen. Wir bauen eine Wiege, sagte er. Für Boden und Kufen brauche ich ein paar feste Bretter, und darüber setzen wir ein Gitter von gedrechselten Stäben, zwischen denen mein Kind sicher liegen kann. Dafür weiß ich das richtige Holz, sagt Döli. Auf dem Stapel hinter dem Haus liegt der Stamm auf einem wilden Kirschbaum. Schönes rot gemasertes Holz, genau das Richtige für eine Wiege. Während draußen nach und nach der Schnee schmolz, machten sich die beiden in die neue Arbeit, und als die Wiege fertig war und der Frühling noch immer auf sich warten ließ, fing Lauscher damit an, die gedrechselten Stäbe, die er wie zierliche Leitern zusammengefügt hatte, an den Enden mit allerlei Schnitzwerk zu verstehen. Da weidete auf der Seitenteil eine ganze Herde von Ziegen, allen voran der Bock, mit nur einem, aber umso gewaltigerem Horn, und ihm gegenüber bäumte sich in verwegenem Sprung ein Esel auf. Am Fußende reckte ein Wiesel seinen schmalen Kopf in die Höhe, rechts von ihm hockte eine Kröte und links kroch eine Ringelnatter aus dem Gestänge. Aber über dem Kopfende lugten drei Mäuse von dem gedrechselten Gitter. So erzählt Lauscher seinem Kind, das es noch gar nicht gesehen hatte, nach und nach seine Geschichte, und zum Schluss sagt er: Euch vertraue ich mein Kind an, vor allem euch drei Mäusen, der mit der Schlange spricht, der mit dem Falken weissagt und der die Hoffnung nicht aufgibt. Denn ihr habt nie daran gezweifelt, dass das Leben stärker ist als aller böser Zauber. Seit Tagen hatte er seine Werkbank kaum verlassen, auch jetzt die ganze Nacht hindurch an seiner Schnitzerei gearbeitet. Als er an diesem Morgen das Messer beiseite legte und vor die Tür trat, sah er, dass die letzten Schneereste weggeschmolzen waren. Die Luft war kühl und klar und schmeckte nach Blütenstaub, und am Wegrand drängten sich die gelben Sterne des Huflattichs. Dann hörte Lauscher Schritte und sah, dass von den Hirtenhäusern her ein Mann auf ihn zukam. Gegen die Helligkeit des Hintergrunds konnte er ihn zunächst nur in die Umrisse erkennen. Die schmale, hochgeschossene Gestalt eines jungen Mannes, der mit raschen, ein wenig ungeduldig wirkenden Schritten den Waldpfad folgte. Lauscher wartete vor der Tür und erkannte den Ankömmling erst, als dieser vor ihm stand und den Kopf hob. »Guten Morgen, Belani«, sagt Lauscher, »es ist lange her, dass wir einander getroffen haben. Seit wann bist du im Flachtal?« »Seit gestern Abend«, sagt Belani, »ich bin mit Aniluka durch die Schlucht heraufgeritten.
Als Lauscher das hörte, setzte sein Herz für einen Schlag aus. In den vergangenen Wochen hatte er sich diesen Augenblick immer wieder vorzustellen versucht, ihn herbeigesehen und sich ausgemalt, wie es sein würde, wenn Ani Lucca wieder am Waldrand stand und auf ihn wartete. Weiter hatte er nicht zu denken gewagt, doch jetzt wurde ihm mit Erschrecken bewusst, dass diese Begegnung zugleich eine Entscheidung für die Zukunft bedeuten würde. »Wie geht es ihr?« fragt er. »Gut«, sagt Belani. »Sie hat ihre Tochter mitgebracht und wartet am Waldrand auf uns.« Und als er sah, wie Lauscher hinter sich tastete und sich auf das Hackholz sinken ließ, der dort stand, fügt er noch hinzu: »Willst du nicht mitkommen?« »Doch«, sagt Lauscher, »nur einen Augenblick, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und war nicht darauf gefasst, dass sie schon hier ist.« Belani schien ein wenig erstaunt, doch er sagte nichts dergleichen, sondern lehnte sich mit den Schultern an den Balkwerk der Hüttenwand und schwieg eine Weile. Lauscher betrachtete ihn von der Seite und versuchte in Belanis Gesicht den Jungen wiederzufinden, der ihm damals im Lager der Beutereiter Hanlis Falkenteppich ins Zelt gebracht hatte. Doch es fiel ihm schwer, einen Rest der kindlichen Weichheit, den hageren, angespannten Zügen dieses jungen Mannes zu entdecken, dem man allzu früh große Verantwortung aufgebürdet hatte und über dessen Mundwinkel sich schon eine harte Falte einkerbte. »Wir haben damals gestritten, als du in mein Zelt kamst, um mich über Anis Leute zu befragen«, sagt Lauscher. Belani blickte ihn an, als entrinne er sich kaum noch an die Umstände dieser Begegnung. »Ja«, sagt er, »ich war wohl ärgerlich darüber, dass ein Mann wie Höni sich anmaßte, Anis Nachfolger zu spielen. Wenn ich im Zorn weggelaufen bin, musst du das dem Kind nachsehen, das ich damals war.« Lauscher schüttelte langsam den Kopf. »Da gibt's nichts zu verzeihen«, sagte er. »Du hattest ja recht mit deiner Meinung über Arnis Leute. Und wenn ich auf dich gehört hätte, wären viele vielleicht noch am Leben.« »Kann sein, kann auch nicht sein«, sagt Belani. »Wer will das im Nachhinein entscheiden? Ich habe es mir abgewöhnt, über Dinge nachzudenken, die man nicht mehr ändern kann. Wahrscheinlich hätte ich in den letzten Jahren auch gar keine Zeit dazu gehabt. Im Übrigen bist du ja auch nicht ungeschoren davongekommen, wie ich gehört habe.« Lauscher schaute ihn aufmerksam ins Gesicht. Woher hatte Belani das gehört? Ob Ani Lucca mit ihm darüber gesprochen hatte? Warum sagte er das dann nicht? Belani schien es fast peinlich zu sein, dass er es überhaupt erwähnt hatte. »Das ist vorbei«, sagt Lauscher, »nach einer Weile. Jetzt habe ich wieder Hoffnung gefasst.« »Ich weiß«, sagt Belani, und dann fügte er unvermittelt hinzu: »Ich möchte dich bitten, mein Freund zu sein und zu bleiben, was immer auch geschieht.« »Was soll schon geschehen?« dachte Lauscher, verwundert über diese merkwürdige Formulierung. Er reichte Belani die Hand und sagte: »Das verspreche ich dir gern. Und jetzt wollen wir Ani Lucca nicht länger warten lassen. Ich hole nur noch etwas aus meiner Hütte und dann gehen wir zu ihr.« Als er wieder vor die Tür trat, hatte er die Wiege geschultert, und so gingen die beiden schweigend miteinander den Pfad entlang. Mit jedem Schritt weitete sich zwischen den Bäumen der Ausblick ins Freie, und dann sah Lauscher Ani Lucca draußen im Licht der Morgensonne auf der Wiese stehen. Sie hielt ihr Kind in den Armen und kam ihnen, sobald sie sich dem Waldrand näherten, entgegengegangen. Im Schatten der letzten Bäume trafen sie einander, blieben stehen und schauten sich eine Weile schweigend an. Lauscher hatte völlig vergessen, dass Belani neben ihm stand, sah nur noch Ani Lucca, und sie erschien ihm noch tausendmal schöner, als er sie in Erinnerung gehabt hatte. Das Lächeln auf ihren Lippen und der Blick ihrer Augen raubte ihm fast die Besinnung. Schließlich spürte er dann noch die Last der Wiege auf seiner Schulter, setzte sie vorsichtig ins Gras und sagte: »Ich habe dir etwas mitgebracht, Ani Lucca.« Da lachte sie und sagte: »Ich dir auch, Lausche«, und hielt ihm ihr Kind hin. »Es ist ein Mädchen.« Er nahm es besutsam auf den Arm, und als er es ansah, erschrak er fast, obwohl er darauf hätte gefasst sein müssen. Es blickte ihn aus den gleichen Augen an wie Ani Lucca und auch alle anderen Frauen aus Urlas Sippe, denen er begegnet war. »Hast du ihm schon einen Namen gegeben?« fragte er. »Ich wollte damit warten, bis ich mit dir darüber sprechen kann«, sagte Ani Lucca. »Aber insgesamt habe ich sie schon vom ersten Augenblick an bei ihr einen Namen genannt.« Lauscher schaute sie das Kind nachdenklich an, und dann sagte er: »Urla, du hast sie Urla genannt.« »Ja«, sagte Ani Lucca lächelnd, »du hast es erraten. Wenn es dir recht ist, wollen wir sie nach ihrer Urani nennen.« Während Lauscher noch die so jungen und doch uralten Augen in den winzigen Gesicht bestaunte, räusperte sich Belani neben ihm und sagte: »Ich wollte noch nach dem Pferden sehen.« Er machte eine ungeschickte Geste der Entschuldigung und ging ein wenig steifbeinig über die Wiese auf die Hirtenhäuser zu. Lauscher blickte ihm nach und sagte: »Belani ist ein feinfühliger Mann. Ich mag ihn gern, aber ich bin ihm doch dankbar, dass er uns jetzt allein gelassen hat.« »Ich freue mich, dass du ihn magst«, sagte Ani Lucca, »denn ich will dir von ihm erzählen.
Sie deutete mit dem Kopf auf einen umgestürzten Stamm am Waldrand. Dort können wir uns hinsetzen. Unser Kind soll zum ersten Mal in seiner schönen neuen Wiege liegen. Lauscher polsterte den harten Holzboden mit einer Streu aus dürrem Laub. Aniluka bereitete die Decke darüber, in der sich das Kind getragen hatte. Und dann legte sie die kleine Urla hinein. Komm, setz dich zu mir, sagte Aniluka. Und sobald Lauscher neben ihr auf dem strundigen Eichenstamm saß, begann sie ohne weitere Umstände zu erzählen. Du weißt ja, sagt sie, wie ich während der großen Reitersturms hier im Tal gekommen bin und von dem alten Wazig wieder auf die Beine gebracht wurde. Später, als draußen in Aziak die Kämpfe vorüber waren, kamen dann eines Tages zwei Knechte mit den überlebenden Pferden ins Flachtal zurück. Und als sie erfuhren, dass hier bei Wazig hause, sagten sie, dass sich meine Mutter große Sorgen um mich mache. Einer von ihnen ritt sofort zurück, um ihr die Nachricht zu überbringen, dass ich am Leben und in Sicherheit sei. Bald darauf kam er mit meiner Mutter zu den Hirtenhäusern, und sobald es mir besser ging, ritt ich mit ihr durch die Schlucht hinaus nach Arziak. Sie hatten mich darauf vorbereitet, dass ich meinen Vater nicht mehr vorfinden würde. Aber dass er tot war, begriff ich erst richtig, als ich wieder in unserem Haus lebte, wo mich jeder Gegenstand an ihn erinnerte. Noch oft lief ich rasch in die Stube, um ihn etwas zu fragen, und erst dann, wenn ich ihn dort nicht mehr antraf, erinnerte ich mich, dass ich ihn nie mehr im Leben sehen würde. Zuweilen fand ich aber auch Belani in der Stube, den meine Mutter in ihr Haus aufgenommen hatte. Anfangs war es für mich einer der Reiter, die mein Vater erschlagen hatte, und ich konnte nicht verstehen, wie meine Mutter ihn unter ihrem Dach dulden konnte. Ich weigerte mich, mit ihnen zu sprechen und blickte ihn nur böse an, wenn er mit mir reden wollte. In dieser Zeit war ich so mit meiner Trauer und mit meinem Zorn beschäftigt, dass ich nicht einmal merkte, wie erschöpft Belani selber war. Täglich saß er viele Stunden zu Pferde, ritt Tal auf, Tal ab, kümmerte sich darum, dass meine Leute mit ihren Familien ein Dach über den Kopf bekamen, verhandelte mit den Bauern aus den Dörfern, um Futter für die Tiere und Essen für die Menschen aufzutreiben, oder schlichtete Streitigkeiten, wo ehemalige Beutereiter mit den Leuten aus dem Tal aneinander geraten waren. Neben alledem half er auch noch meiner Mutter, wo er nur konnte. Einmal saß ich wieder weinend am Platz meines Vaters in der Stube, als er hinter mir eintrat, geradewegs zu mir herüberkam, sich neben mich setzte und mich in den Arm um die Schultern legte. Ich war so erschrocken, dass ich mich ganz steif machte und mich nicht zu rühren wagte. Weißt du, sagte er, wenn wir schon zusammen unter einem Dach leben, können wir genauso gut miteinander reden, statt einander wie Todfeinde aus dem Weg zu gehen. Merkst du denn nicht, dass ich über die Dinge, die hier geschehen sind, nicht weniger traurig bin als du? Seit Wochen versuche ich, alles dafür zu tun, dass die Menschen in diesem Tal wieder leben können. Aber ich bin am Ende meiner Kräfte und ich kann nicht mehr ertragen, dass du mich für einen Feind hältst, der ich nicht bin. Was geschehen ist, kann keiner mehr ändern. Aber wenn jeder die Trauer und den Zorn an seinem Herzen auf solche Weise fressen lässt wie du, dann wird auch in Zukunft nichts besser werden. Schrei mich an, schlage mich, wenn dir danach zumute ist, aber lade mir nicht auch noch deinen stummen Zorn auf die Schultern. Als er mir das und noch einiges mehr gesagt hatte, schaute ich ihm zum ersten Mal mit vollem Bewusstsein ins Gesicht und erkannte seine Erschöpfung und sah die Verzweiflung in seinen Augen. Da fiel ich ihm um den Hals und heulte mich bei ihm aus, während er mich festhielt und mich sachte hin und her wiegte, wie ein Kind, das ich ja damals auch noch war. Seit diesem Tag begann ich mit Belani zu sprechen, und damals kamen auch diese Träume, von denen ich lange Zeit hindurch niemanden erzählte. Zunächst konnte ich sie in keinen Zusammenhang bringen, obwohl ich spürte, dass sie irgendetwas miteinander zu tun hatten. Vor allem erschienen sie mir wirklicher als alles, was ich zuvor geträumt hatte. Da sah ich zum Beispiel einen Jungen auf einem Esel an einem winterlichen Fluss entlang gleiten. Ganz deutlich erinnere ich mich an die zerschärften Eisplatten, die im Ufergestrüpp hingen. Der Junge stieg nach einiger Zeit ab, ließ seinen Esel frei laufen und schlenderte langsam weiter, als habe er kein Ziel. Ich sah diesen Jungen dicht vor mir, ja, konnte durch seine Kleider hindurchsehen und entdeckte, dass er in einem Beutel etwas Schimmerndes auf der Brust trug. Und auch dieser Beutel war plötzlich wie ein feines Netz aus Glas und ließ mich erkennen, dass der junge Anis Stein bei sich hatte. Wie kann er so ziellos und traurig dahintrotten, dachte ich, wenn er dieses Kleinod besitzt, wenn dem damals keiner wusste, wo es geblieben war. Er sollte zu mir kommen, dachte ich, denn ich mochte ihn vom ersten Augenblick an. Und dann sprach ich zu ihm, um ihm Mut zu machen, denn ich hatte den Eindruck, dass er noch gar nicht begriffen hatte, was er in dem Stein besaß. Ich konnte nicht erkennen, ob er mich hörte. Und da streckte ich die Hand aus, doch sobald ich ihn berührte, war das Traumbild wie ausgelöscht.
Ein anderes Mal, damals war ich schon etwas älter, sah ich den Jungen nachts im Gebüsch neben einer Quelle liegen, und ich wusste, dass er sich auf einen Weg begeben hatte, der ihn in die Irre führen würde. Frag mich nicht, woher mir dieses Wissen kam. Ich konnte es einfach sehen, und ich sah auch die Verzweiflung voraus, in die er geraten würde, ohne dass ich ihn auf irgendeine Weise hätte hindern können, diesen Weg weiterzugehen. Da nahm ich ihn in die Arme, damit er sich an diesen Trost erinnerte, wenn ihn die Verzweiflung überkommen wollte. Aber er verging in meinen Armen wie Rauch, und ich konnte ihn nicht mehr sehen. Nur die Quelle hörte ich noch eine Weile rauschen. Später hatte ich einen ganz kurzen Traum. Wieder sah ich den Jungen, wenn er mir diesmal auch etwas verändert vorkam. Er saß am Rand einer Lichtung auf einem Baumstumpf und starrte auf Arnis Stein, den er in der Hand hielt. Gleich darauf strich er einen Schatten über den Stein, der sein Leuchten mit einem Schlag auslöschte, und ich sah einen Vogel vom Himmel herabstürzen und seine Krallen nach dem Stein ausstrecken. Da schrie ich laut auf, um den Jungen zu warnen, und im gleichen Augenblick verschwand das Bild. Weißt du, dass all das wirklich geschehen ist und dass ich in deiner Nähe dabei jedes Mal gespürt habe, sagt Lausche. Ich habe gehofft, dass du sie spürst, sagt Ani Luca. Und ich war sicher, dass diese Träume mir ein Stück Wirklichkeit zeigten. Damals erzählte ich Belani zum ersten Mal davon. Ich war inzwischen so vertraut mit ihm geworden, dass auch er viele Dinge, die ihn beschäftigten, mit mir besprach. Manches davon konnte ich noch gar nicht verstehen, aber ich spürte, dass es ihm gut tat, mit jemandem darüber zu reden oder jemanden zu haben, der ihm zuhörte. Ich hatte gefürchtet, dass er mich auslachen würde, wenn ich ihm von meinen Träumen berichtete, aber er hörte mir ruhig zu. Und dann sagte er, nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, es sieht so aus, als sei da jemand zu dir unterwegs, ohne dass es sich dessen bewusst ist. Ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Dann sag es mir, rief ich. Aber Belani schüttelte den Kopf. Wenn es dir deine Träume nicht verraten, dann sollst du es doch noch nicht erfahren. Dieser Junge wird seinen Weg allein gehen müssen, bis er sein Ziel erkennt. Aber es wird ihm helfen, wenn er deine Gedanken spürt, die ihm entgegenkommen. Seither lebte ich mit meinen Gedanken und Träumen immer stärker mit diesem Jungen. Ich hatte schon lange das Gefühl gehabt, dass er mich an jemanden erinnert. Wer das war, das erkannte ich erst, als ich dich zum ersten Mal im Flachtal traf und vor dir davonlief. Erst meinte ich, den Jungen aus meinen Träumen zu sehen. Dann erst erkannte ich das Gesicht des Flöters, der mit mir durch den Schauerwald geritten war, und ich wusste, dass beide ein und derselbe waren. Der Anblick deiner zottigen Nacktheit jagte mir dann einen solchen Schreck in die Glieder, dass ich glaubte, ein Waldgeist habe mich genarrt. Und beim zweiten Mal erging es mir nicht besser, wie du weißt. Dann kam dieser schreckliche Traum, in dem ich den Bocksfüßigen, der das Gesicht des Jungens oder des Flöters hatte, über eine Quelle auf einem Felsbock stehen sah. Seine Augen waren leer, wie die eines Toten. Er hob ein Gefäß an die Lippen, und in diesem Augenblick wusste ich, dass er etwas Entsetzliches vorhatte. Ich wollte ihn daran hindern, aber ich konnte kein Glied bewegen und musste zusehen, wie er diesen kleinen rundlichen Krug austrank und fallen ließ. Und dann war es, als überziehe seine Glieder unaufhaltsam von den klobigen Beinen aufsteigend ein grauer Schimmel, der sich rasch ausbreitete und seine Haut stumpf machte wie Stein. Das war der letzte dieser Träume, aber danach hörte ich eines Nachts dieses Lied von dem steinernen Mann, der irgendwo im Wald steht und darauf wartet, dass ihn einer findet. Ich hörte es so oft, dass ich es bald auswendig konnte, und damals holte ich deine Flöte aus der Truhe und lernte das Lied auf ihr spielen. Belani hörte einmal, wie ich es sang. Er blickte mich auf und eine merkwürdige Weise an, nachdenklich und auch traurig, und sagte, du wirst an keinen anderen denken können, bis du diesen Steinernen gefunden und ihn zum Leben erweckt hast. Soll ich das denn nicht? Fragte ich, doch er zuckte nur mit den Schultern und murmelte so etwas wie, dass er es ja doch nicht ändern könne. Damals wurde mir bewusst, dass er mich liebte und diese Liebe vor mir zu verbergen suchte, um des Jungen willen, von dem er glaubte, dass ich ihn finden müsse. Das habe ich ja dann auch, und während des Sommers, den ich zusammen hier mit dir im Flachtal verbracht habe, ist mir Belani kaum in den Sinn gekommen. Als ich dann im Spätherbst nach Hause kam und jeder mir ansehen konnte, wie es um mich stand, war er überhaupt nicht überrascht, sondern schien so etwas erwartet zu haben. Ganz im Gegenteil zu meiner Mutter, die mir ziemlich viele Fragen zu stellen hatte. Ihre Fragen waren zum Teil die gleichen, die ich mir auch schon gestellt, aber wieder beiseite geschoben hatte. Doch jetzt musste ich eine Antwort geben, und dabei begriff ich erst richtig, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, was nun weiter geschehen sollte.
Belani merkte bald, dass ich nicht so fröhlich war, wie es eine junge Frau nach einem solchen Sommer sein sollte, und schließlich fragte er mich, was mich bedrücke. Da erzählte ich ihm, wie es um uns stand und dass kaum ein Ort zu finden sei, in dem wir beide ohne Angst würden zusammenleben können. Er versuchte mich zu trösten, aber Rat wusste auch er mir keinen zu geben. Dann kam ich in die Wehen und als das Kind da war, versuchte ich zunächst nicht weiter über die Zukunft nachzudenken. Doch der Frühling rückte immer näher und mit jedem Tag wurde mir klarer, dass ich nicht fähig war, mein Leben lang immer an der Grenze der Angst entlang zu gehen, hinter der deine Welt erst beginnt. Kannst du das verstehen, Lauschen? Lauschen nickt langsam. Auch ich habe während der langen Winternächte viel darüber nachgedacht, sagte er. Aber eine Lösung habe ich nicht gefunden. Es gibt wohl keine, sagt Aniluka, und das habe ich schließlich auch Belani gesagt. An diesem Abend hat er mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. Liebst du ihn denn? Fragt Lausche. Er hörte seine eigene Stimme wie die eines Fremden und wartete, während er sprach, schon auf den Schmerz, der unweigerlich auf ihn herniederfallen würde und noch immer nicht kommen wollte. Aniluka blickte ihn lange an und dann sagte sie, ja, ich liebe Bernani, auch wenn auch auf eine andere Art als dich. Außerdem braucht er mich und ich glaube, er braucht mich jetzt mehr als du. Also hast du dich schon entschieden, sagt Lauscher und spürte, wie der Schmerz näher und näher kam. Nein, sagt Aniluka. Er merkte, wie sie sich zu beherrschen versuchte. Aber dann verlor sie doch ihre mühsam bewahrte Fassung und schrie fast: Merkst du denn nicht, wie mir diese Entscheidung das Herz zerreißt? Sie schwieg eine Weile und dann sagt sie etwas ruhiger: Du, das ist die Liebe, wider alle Vernunft, überwältigend schön, aber auch dicht neben dem bodenlosen Abgrund der Angst, vollständiger Unruhe. Belani, das ist die Beständigkeit, eine Liebe wie ein festgebautes Haus, an dem man ein Leben lang wohnen kann. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Du musst es mir sagen. Du weißt es schon, sagt Lausche. Jetzt war der Schmerz da und traf ihn wie ein Keulenschlag. Er versuchte standzuhalten, dann griff er nach dem Beutel auf seinem Herzen, nahm den Stein heraus und legte ihn auf die Brust des kleinen Mädchens. Urlein die Wiege. Du hast die Augen, sagt er. Folge dem Schimmer, folge dem Glanz. Du findest es nimmer, findest du es nicht ganz. Folge dem Schimmer, folge dem Glanz. Du findest es nimmer, findest du es nicht ganz. Aniluka blickte ihn verwundert an und fragte: Wie willst du ohne den Stein weiterleben? Ich brauche ihn nicht mehr, sagt Lausche. Er war nur ein Zeichen für das, was du mir geschenkt hast und was nun ein Teil von mir selbst geworden ist. Ich habe lange geglaubt, du selbst seist das Ziel, zu dem ich unterwegs bin. Aber nun sieht es so aus, als sollst du mir dieses Ziel erst zeigen. Bei solchen Dingen wie bei diesem Stein kommt es wohl nicht so sehr darauf an, dass man sie besitzt, sondern dass man sie zur rechten Zeit verschenkt. Und nun hat ihn Urla zurückgehalten. Wird Belani unser Kind gern haben? Er liebt es schon jetzt, sagte Aniluka und stand auf, um Urla daran zu hindern, den funkelnden Stein in den Mund zu stecken. Hebe ihn für sie auf, bis sie groß genug ist, um seinem Geheimnis zu folgen, sagt Lausche. Eine Weile standen sie schweigend nebeneinander und schauten dem Kind zu, wie es mit seinen winzigen Händchen nach den Figuren auf der Brüstung der Wiege griff. Dann umarmten sie einander und standen lange Zeit so dicht aneinander gedrängt, als hätten sie nur einen gemeinsamen Körper. Erst jetzt wurde Lausche zu seiner Verwunderung bewusst, dass der Schmerz in dem Augenblick verschwunden war, in dem er Arni Stein aus der Hand gegeben hatte. Als Belani von den Hirtenhäusern herüberkam, standen sie schon wieder an der Wiege und spielten mit dem Kind. Was willst du jetzt tun? Fragte Aniluka. Ich werde eine Weile durch die Wälder ziehen und Ausschau halten, ob irgendwo ein Flöter gebraucht wird, sagt Lausche. Kannst du mir zwei Pferde überlassen? Eins zum Reiten und ein Packpferd. Vatsig wird dir alles geben, was du brauchst, sagt Aniluka. Am nächsten Morgen ritten Aniluka und Belani mit dem Kind zurück nach Arziak. Lausche stand am Waldrand und blickte ihnen nach, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Dann ging er zurück in seine Werkstatt und begann zusammen mit Döli eine weitere Drechselbank zu bauen, die man zerlegen und leicht wieder zusammensetzen konnte. Und an den Abend führte er den Jungen weit in die Kunst des Flöten ein. Doch seine Gedanken waren dabei nicht recht bei der Sache. Als der Sommer kam, schenkte Lausche dem Jungen die alte Drechselbank, ein Teil der Werkzeuge dazu und auch drei der Flöten, die sie während des Winters gebaut hatten. Jetzt ist es Zeit, sagte er, dass du zurück nach Arziak gehst und den Leuten zeigst, was du gelernt hast. Am nächsten Morgen schnallte er die Teile der neuen Drechselbank samt dem Werkzeug und einem Ledersack mit den restlichen Flöten auf den Tragsattel des Packpferdes und ritt talabwärts durch die Wälder davon.
Zweites Kapitel. An dem Abend, an dem jene Geschichte begann, die jetzt erzählt werden soll, saß Lauscher unter dem Türsturz einer Hütte und schaute hinüber zu dem Kamm des Hochgebirges, dessen schroffe Zacken und Türme noch rot übergossen waren von der letzten Strahlen der Abendsonne. Während die Gletscher darunter schon grau im Schatten lagen, anfangs also von den Blutdachsleuten hierher in das Dorf verschleppt worden war, hatte ihm gegraut vor dieser kahlen und von Schlunden und Felsstürzen zerklüfteten Landschaft, die der nur hier und da auf der langgezogenen steilen Schuttkarren etwas Krüppelholz wuchs. Der Tag lang schon bald 12 Jahre zurück, an dem ihn die rotschöpfigen Grobiane irgendwo im wilden Wald aufgegriffen hatten. Aber noch heute zitterte ihm das Herz, wenn er sich an dieses Ritt ins Gebirge erinnerte. Sie hatten ihn mit langen Riemen auf sein Pferd gebunden und blickten sich nicht einmal um, als er laut auf schrie vor Angst. Sobald der Weg aus dem Wald hinausführte ins offene Gelände der Almwiesen, über denen der tiefblaue Himmel lastete, wie eine stählerne Platte. Sie hatten sich weiter von ihrer kehligen, polternden Sprache unterhalten, während er bald ohnmächtig und mit geschlossenen Augen im Sattel hing. Im Dorf hatten sie ihn in eine niedere Blockhütte gesperrt, die offenbar für solche Zwecke vorgesehen war. Und erst hier in dem halbdunklen Raum, in dem nur wenig Licht durch zwei schmale Fensterschlitze hereinfiel, war wieder einigermaßen zur Besinnung gekommen. Das Zuriegeln hätten sie sich sparen können, hatte er damals gedacht, denn er war sicher, dass er diesen Raum aus freien Stücken nie mehr verlassen würde, um sich noch einmal der Qual dieses Himmels auszusetzen, der fast greifbar nahe über den Bergspitzen zu hängen schien. Als dann später einer der Männer zurückkehrte und ihm bedeutete, er solle ihm irgendwohin folgen, hatte sich Lauscher schlichtwegs geweigert, und der Mann merkte bald, dass er ihn mit Gewalt hätte aus der Tür schleifen müssen, wenn er ihn ins Freie bringen wollte. Er ließ es schließlich kopfschüttelnd sein, ging weg, nachdem er die Tür wieder verriegelt hatte, und kehrte bald darauf mit einem anderen Rotschopf mittleren Alters zurück, der ihn noch um den Haupteslänge überragte, obwohl er selbst auch nicht eben klein gewachsen war. Nach der goldenen Gürtelschnalle zu schließen und mit den roten Steinen eingelegte Gewandspangen, mit denen er andere sein Kittelhemd geschmückt hatte, musste er eine Art Anführer sein. Außerdem erwies er sich als sprachkundig, denn er fragte ihn in der Redeweise der Täler, ob er aus Arzia komme. »Woher weißt du das?« fragt Lauscher. »Dein Sattelzeug verrät das«, sagt der Mann. »Ich weiß Bescheid mit jeglichem Sattelzeug im Umkreis von 30 Tagesritten, denn es gibt kaum eine größere Ansiedlung in diesem Bereich, aus der ich nicht schon einmal einen Gefangenen eingebracht hätte, um mir Lösegeld zu verschaffen.« »Also bist du hier der Anführer«, sagt Lauscher. »Ich habe einmal von einem erzählen hören, den man Kluibenschädel genannte. Aber der kannst du nicht sein, weil diese Geschichte schon lange Zeit zurückliegt.« »Kluibenschädel«, sagt der Mann und lachte dröhnend, »von dem redet hier schon lange keiner mehr. Seit ihn damals so ein verrückter Alter im Brettspiel betrogen hat, besaß er kein Gesicht mehr unter den Leuten. Er fing mit jedermann Streit an und wurde irgendwann bei einer solchen Gelegenheit kurzerhand erschlagen. Seither bin ich hier der Häuptling. Wie heißt denn du?« Lauscher nannte seinen Namen und dachte dabei, dass es wohl dieser Schlagertod gewesen sein musste, der Kluibenschädel den Rest gegeben hatte. Diese Erinnerung schien den Riesen jedoch wenig zu bekümmern, sondern eher mit Befriedigung zu erfüllen. Lauscher betrachtete sein narbenzerhacktes Gesicht und fragte, »Wie soll ich dich nennen?« »Ich heiße Schwingshackel«, sagte der Häuptling, »und du kannst dir wohl denken, auf welche Weise ich mir diesen Namen erworben habe.« Der Gedanke an diesen namensstiftigen Ereignis schien ihm gewaltigen Spaß zu bereiten, denn er lachte noch einmal, dass die niederen Deckenbalken bebten, und sagte dann, »Du scheinst ein komischer Bursch zu sein. Hast du schon unterwegs viel Geschrei gemacht, wie ich höre, und jetzt hast du dich gar geweigert, vor mir zu erscheinen? Was ist eigentlich mit dir los?« »Das ist eine lange Geschichte«, sagt Lauscher. Schwingshackel war sofort interessiert. »Geschichten mag ich«, sagt er. »Setz dich hin und erzähl.« Mit einer Handbewegung scheuchte er den anderen Rotschopf aus dem Raum, wie ein lästiges Huhn. Dann ließ er sich auf die Wandbank fallen, dass die Bretter krachten, und wies Lauscher den Platz neben ihn an. »Also«, sagte er, »ich höre.« Da berichtete Lauscher, wie ihn eine Hexe dargestalt verzaubert hatte, dass er den Aufenthalt unter freiem Himmel nicht mehr tragen konnte. Den Häuptling schien das außerordentlich zu fesseln. Er hörte gespannt zu, fragte zwischendurch nach Einzelheiten und schlug sich dann wieder voller Erstaunen auf seinen prallen Schenkel. Schließlich sagte er, »Ein fabelhafter Zauber und so praktisch. Hier in dieser baumlosen Gegend braucht man einen solchen Behandelten also gar nicht einzuschließen, weil er überhaupt nicht weglaufen kann.
Diese Hexe möchte ich gern in den Dienst nehmen. Wo kann man sie finden? Überall und nirgends, sagt Lausche, und du musst nun selbst lachen über die Art, wie Schwingshackel diese Zaubergeschichte gleich einer nützlichen Seite abzugewinnen verstand. Sie hat sich in ihren eigenen Netz gefangen und fliegt jetzt als Falke irgendwo unter dem Himmel. Schade, sagt Schwingshackel mit ehrlichem Bedauern, aber auf dich brauchen wir wenigstens nicht mehr aufzupassen. Gibt es jemanden, der für dich Lösegeld bezahlen würde? Lausche dachte eine Weile nach. Aniluka würde wahrscheinlich alles dran geben, um ihn auszulösen. Aber sie war die Letzte, die er jetzt darum bitten wollte. Von seinen Eltern wusste er nicht einmal, ob sie noch am Leben waren, und reich waren sie ohnehin nicht gewesen. Barlow, von ihm hatte er seit Jahren nichts mehr gehört. Er schüttelte den Kopf. Du hast einen schlechten Fang gemacht mit mir, sagte er. Ich bin nur ein umherziehender Flöter, der nirgends recht zu Hause ist. Wer sollte also Lösegeld für mich bezahlen? Ein unnützer Esser mehr also, sagt Schwingshackel. Vielleicht sollte man dich rasch beseitigen. Lausche verging das Lachen, denn Schwingshackel sagte das mit der gleichen Sachlichkeit, als ginge es darum, ob man ein Kalb noch ein bisschen mästen oder gleich schlachten sollte. Doch der Häuptling zögerte offenbar noch, diese Sache so rasch zu entscheiden. Was ist das für Zeug, das du mit auf dem Packpferd mitgeschleppt hast, fragte. Eine Drechselbank, sagt Lausche. Ich baue nebenbei Flöten und kann auch noch sonst allerlei Sachen aus Holz drehen. Auch Spielsteine, fragt Schwingshackel. Natürlich, sagt Lausche. Auch Spielsteine in allen Formen, die du dir wünschst. Als letztes habe ich eine Wiege aus gedrechselten Stäben für meine Tochter gebaut. Der Häuptling hob ruckartig den Kopf, als habe er plötzlich eine frische Fährte entdeckt. Für deine Tochter, sagst du? Also hast du irgendwo eine Frau, die für dich zahlen könnte? Nein, sagt Lausche. Diese Frau hat einen anderen geheiratet. Das hätte ich mir denken können. Schwingshackel haute mit der Faust auf die Sitzbank und brüllte vor Lachen. Hat sie dir einer weggeschnappt? Was bist du doch für ein armseliger Wicht? Dann beruhigte er sich wieder und sagte, also drechseln kannst du. Das ist wenigstens etwas. Du wirst hier für mich arbeiten, und wenn wir ein Fest feiern, dann sollst du dich unter die Tür setzen, wenn du es draußen schon nicht aushältst, und uns mit deiner Flöte aufspielen. Dafür lasse ich dich am Leben und gebe dir zu essen. Er sagte das so, als erweise er Lausche eine große Gunst, und der war er dankbar genug, dass ihm die Bekanntschaft mit einer dieser messerscharfen Streitäxte erspart blieb. Seither hatte er hier oben bei den Bluttagsleuten in seiner Hütte gelebt, hatte Spielsteine aus Zirbenholz und Ziegenhorn gedrechselt, auch allerlei andere Spielkram für die Kinder und von Zeit zu Zeit den wilden Festen der Dorfbewohner auf seiner Flöte gespielt. Dabei war es ihm durchaus in den Sinn gekommen, die Tanzenden durch seine Kunst dahingehend zu beeinflussen, dass er ihn gehen ließen, doch er erinnerte sich zu genau daran, was dabei herausgekommen war, wenn er den Zauber seiner Flöte zum eigenen Nutzen gebraucht hatte. Und überdies, wohin hätte er gehen sollen in diesem felsigen Hochland, wo der nächste Wald unerreichbar weit entfernt lag? So war er geblieben und hatte mit der Zeit die raue Sprache der Bluttagsleute gelernt, so dass er nach einer Weile schon mit der alten Frau, die ihm das Essen brachte, ein bisschen plaudern konnte. Sie ist Kiwit, was in der Sprache dieser Leute Bergdohle bedeutet, und glich mit ihrer scharf vorspringenden Nase tatsächlich diesem schwarzen, gelbschnägeligen Vögel, die tagsüber oben in der schwerenlosen Flug um die Felsspitzen kreisten und zuweilen auch bis ins Dorf hinunterkamen. Und da war noch Schneefink, Kiwits Enkelsohn. Dieser weißblonde, schmalgesichtige Junge war ihm zum ersten Mal aufgefallen, als er bei einem der Feste unter seiner Türe saß und spielte. Damals lebte er schon seit einigen Jahren in dem Bergdorf und hatte sich daran gewöhnt, dass ihm kaum einer zuhörte. Deshalb war er auch auf diesen Weißschopf aufmerksam geworden. Während die anderen Jungen unter den Tanzen umhersprangen oder sich irgendwo am Rande des Trubels prügelten, stand dieser Weißschopf einige Schritte von ihnen entfernt auf dem Dorfplatz und hörte ihm zu. Er schien kaum zu merken, wie ihn die anderen anrempelten oder ihm Spottworte zuriefen, weil er sich nicht an ihren Kämpfen beteiligte, sondern gab sich der Musik auf eine Weise hin, die ihn all das Toben und Springen ringsum vergessen ließ. Und auch wenn Lausche sonst nur für sich allein ein bisschen flötete, konnte er sicher sein, dass nach kurzer Zeit dieser Junge wie aus dem Erdboden gewachsen dastand und an dieser Stelle blieb, bis nichts mehr zu hören war.